Hallo ihr Lieben, ja in dem heutigen Video möchte ich diese Karte mit euch basteln, weil ich denke, man muss nicht immer ein teures Weihnachtsgeschenk verschenken, sondern eine kleine Aufmerksamkeit, so eine Karte zum Beispiel, die tut's auch. Genau, ja und die ist relativ einfach und schnell gemacht und wie, zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir schon mal alles zurechtgelegt, was ich für diese Karte brauche, natürlich ein Kartenrolling. 21 x 15 und an der langen Seite bei 10,5 cm gefalzt. Dann den Stemperatus, damit ich dann saubere Stempelergebnisse kriege. Dieses Set hier habe ich mir jetzt rausgesucht, Flockenfantasie. Das ist ja noch neu, das möchte ich gerne ausprobieren. Dann habe ich einmal Himmelblau für den Hintergrund und Blaubeere, da möchte ich die Sprüche mitstempeln. Dann Embossing-Pulver in glitzernd, damit es wieder zum Spruch passt. Und ein Teddy, später zum Aufkleben. Ja, und dann fange ich mal an. Und zwar als erstes mit dem Hintergrund. Und dafür habe ich mir hier ein bisschen Zewa zurechtgelegt. Falte mir meine Karte auseinander. Ja, das Himmelblau. Zack. Und dann nehme ich mir hier diesen Hintergrundstempel. Jetzt schaue ich gerade mal. Ich glaube, passt der auf den kleinen? Nee, passt er nicht. Dann nehme ich hier den großen Stempelblock. Okay, und dann fange ich an, einfach wild drauf los zu stempeln. Upsi. Also einfach hier irgendwo hin. Und das mache ich so lange. Ich drehe auch zwischendurch mal den Stempel ein bisschen hin und her. Und das kann sich auch ruhig mal überlappen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist genau der gewünschte Effekt, den ich möchte. Damit man nachher nämlich gar nicht mehr irgendwie ein Stempelmuster sozusagen erkennt, sondern dass hier wirklich alles aussieht, als wenn es voll gekleckst ist. Am Rand sind hier jetzt überall noch freie Stellen. Das mache ich später noch. Ja, und theoretisch ist es wurscht, egal wie rum ihr da anfangt und wie oft ihr den Stempel da hin und her dreht oder nicht. Am Ende, upsie, am Ende erkennt man das eh nicht mehr so. Na. Ja, der Stempel und das Stempelkissen lieben sich anscheinend. So, und jetzt gucke ich, wo hier überall noch weiße Stellen sind und da gehe ich dann, upsie, mit dem Stempel noch mal bei, weil ich eben keine weißen Stellen haben möchte. Ja, manchmal muss man auch über eine Stelle öfter drüber, weil man dann doch eine Fläche erwischt hat, wo es gerade nicht so tief reindrückt. Jetzt reicht es mir aber, glaube ich, hier oben noch einmal. Und hier habe ich irgendwie bei dieser Kante. Da will er irgendwie auch nicht so richtig. So, okay. Jetzt gefällt es mir. Dann kann ich mein Stempelchen sauber machen. Jawohl. Und wieder zurückpacken. Und als nächstes möchte ich diesen Spruch hier haben, und zwar Schneeflocken funkeln wie die Sterne und bringen Grüße aus der Ferne. Und dafür klappe ich dann meine Karte wieder zusammen. Das kann einmal kurz an die Seite. Das brauche ich aber nochmal. Dann kann ich das Stempelkissen schon an die Seite tun. Jetzt schnappe ich mir den Stemperatus. Positioniere mir als erstes meine Karte und klemme mir die schön fest mit dem Magneten. So. Und dann schaue ich jetzt, wo ich den Spruch hinhaben möchte. Ich achte natürlich darauf, dass er richtig rum ist. Das ist mir auch schon passiert. Dann habe ich die Karte fast fertig gehabt und habe den Spruch falsch rum drauf gemacht.
So wäre er jetzt richtig rum. Und dann ja, möchte ich das ein bisschen weiter hier oben haben. Und dann übertrage ich mir den Stempel einmal auf meine Karte, auf meinen Plastikteil hier oben. Und dann, wie gesagt, nehme ich das Blaubeere. Die gehen immer ein bisschen schwieriger auf, wenn die noch neu sind. Aber ihr seht schon, ich habe da schon mit rumgeschmiert. So, ein kleiner Trick, um das gut auftragen zu können, die Packung von dem Stempel drunter halten. Dann hat man es schön gerade. So, dann stemple ich mir den Spruch einmal auf. Ja, mit den Gummistempeln geht das tatsächlich mit dem Stempelratus am besten. Er ist leider ein Stückchen schief geworden, ist aber nicht so schlimm. Dafür ist aber der Stempelabdruck schon super, also ich brauche ihn nicht nochmal zu machen. So. Ja, ich finde, bei selbstgemacht darf es auch mal ein bisschen schräg oder schief sein. So, als nächstes möchte ich dann diesen Spruch hier haben mit zauberhafte Weihnachten. Ja, und wenn der da oben ein bisschen schief ist, dann mache ich den jetzt Windverkehr, also ja, zur anderen Seite schief. Und schiebe mir hier wieder mein Teil drunter und dann gehe ich hier einmal drüber. Einmal aufgestempelt, jawohl, wunderbar. Auch gleich wieder sauber machen, auch hier den Stempelratus gleich wieder sauber machen, wenn er was abgekriegt hat. Ja, und das Ding, das wasche ich mir nachher einfach aus mit ein kleiner Trick mal nebenbei. Ihr seht, so ganz hundertprozentig sauber ist meiner nicht, aber ich benutze, seitdem ich dieses Ding habe, nur diese eine Hälfte. Die andere Hälfte, die habe ich fürs Stempel sauber machen noch nie benutzt. Und ja, warum sieht der immer noch so gut aus, obwohl ich hier mit roter Farbe und so gearbeitet habe? Hätte ich es von Anfang an gemacht, wäre der noch komplett sauber. Und zwar wasche ich den mit Kernseife, mit einem Stück Kernseife. Einfach nur unter fließendem Wasser ein bisschen auswaschen. Wenn man das immer sofort macht, dann ist das Ding wieder blitzblank sauber. Also sogar die rote Farbe kriegt der fast komplett wieder raus. Finde ich auch ziemlich krass, aber es funktioniert tatsächlich. So, meine Stempelkissen können an die Seite. Ja, die Finger, die kriegen irgendwie auch immer Farbe ab, ne? Gehört dazu. Gut, dann brauche ich noch meinen Versamarker. Den nehme ich auch. Und jetzt schnappe ich mir aus diesem Set hier diese Sterne. Und meine Karte kann ich hier einmal rausnehmen. Der Stempelratus kann an die Seite. Und ja, hier mache ich es jetzt auch wieder so, dass ich die einfach bunt, wild, bunt durcheinander stemple. Vorher mache ich mir aber hier mal meine Unterlage drunter. Zack. Und dann geht's los. Einmal wird gestempelt. Ach Mist, jetzt habe ich wieder was vergessen schon wieder. Und zwar ist es ganz schlau, vorher mit dem Embossing Body einmal überall drüber zu gehen. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da schon einmal, weil ich möchte nicht, dass da nachher, wo der Versamarker nicht ist, dass da überall der Glitzer und das Embossing-Pulver noch klebt. Gut, das haben wir. Ja, und wie gesagt, dann fange ich halt an, meine Sterne wild und bunt durch die Gegend zu stempeln. Ja, und das mache ich hier auch auf der Schrift ein bisschen und einfach nur so auf der Karte. Ihr könnt natürlich die Karte auch aufklappen und auf die Rückseite auch welche drauf machen. Das schadet ja nichts, dass es ein bisschen einheitlich bleibt. Müsst ihr auf der Rückseite vielleicht nicht so viele machen oder ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, das haben wir. Dann nehme ich das weiße Embossing Pulver mit Glitzer drin und verteile mir hier ordentlich auf meiner Karte. So, schüttel ein bisschen hin und her und ihr habt gesehen, ich habe es hinten wieder nicht mit dem
Embossing Body gemacht, aber es geht ja bei Karten sowieso meistens um die Vorderseite. Ja, ist aber trotzdem hinten auch gut geworden. Okay, und jetzt kann ich mir das hier gleich wieder schön in meine Packung füllen. Zacki. Ich finde das immer krass, wie viel Glitzer da. So, jetzt ist hier ganz schön viel Glitzer auf den Schreibtisch gekommen. Macht aber nichts. So, ja, dann schnappe ich mir kurz meinen Föhn und ja, weil das Krach macht, föhne ich kurz allein. Ja, ich habe einmal geföhnt und jetzt sieht man die Schneeflocken auch schön. Und als letztes schnappe ich mir dann hier noch so einen Teddy aus meiner Packung. Und dann nehme ich mir hier einfach so ein bisschen Bastelkleber, verteile das einmal hier hinten schön auf der Alufolie und klebe das kleine Bärchen hier unten drunter als kleines Leckerli noch dazu. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt für innen natürlich euch auch noch mal so einen Hintergrund gestalten oder ihn einfach so lassen oder vielleicht auf einer Seite noch einen Spruch hinstempeln, wie auch immer, wie ihr das wollt. Ich lasse die Karte jetzt aber so schlicht. Dann hat man drin ganz viel Platz für persönliche Worte. Ja, und das war schon mein kleiner Geschenktipp für heute. Mal ein schnelles, kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.